Tja, hier ist auch nichts. Schon ein bisschen verwunderlich. So, da ist die ausgeschlagene Mauer. Hier hinten geht's auch nicht weiter. Also auch nicht wirklich weiter. Hm. Tja, ich weiß nicht, was wir da hin müssen. Ich habe relativ echt keine Ahnung. Bestimmt wäre es uns so simple Aufgabe. Aber da kann es ja nicht lang gehen. Das ist echt ein bisschen komisch, die ganze Sache. Aber wo können diese Mixtur denn sein? Bevor ich noch 20 Mal frage, wo die Mixtur ist. Vielleicht wisst ja ihr, wo die ist. Aber ich habe ja schon überall geguckt eigentlich, wo es zu gucken war. Vielleicht muss ich auch einfach draufkacken oder so, ne? Kann ja auch sein. Aber ich weiß ja nicht mal, was das hier für eine eklige Rotze ist. Mein Öl wird langsam knapp. Alter, was ist denn das für eine Scheiße? Das ist richtig widerlich. Da komme ich auch nicht weiter. Das ist doch echt... Ey, lass mich doch durch. Aua! Was ist denn das für eine Kacke? Ey, das ist doch widerlich, sowas. Hm. Vielleicht muss ich auch die Bretter aufschlagen oder so. Ich weiß es ja nicht. Wir testen es jetzt mal aus, ob wir die Bretter aufschlagen. Vielleicht ist das ja die Lösung. Kann man hier keinen Stein nehmen vielleicht? Doch, kann man. Dann nehmen wir mal so einen Stein mit und hämmern mal gegen die Türe. Aber irgendwie muss ich ja hier reinkommen. Das wirkt anscheinend gar nichts. Hm. Echt keine Ahnung, was wir noch machen können. Draußen ist anscheinend helllichter Tag. Aber ich war ja schon hier unten. Was soll ich denn hier noch unten? Ich komme hier einfach nicht weiter. Das ist schlimm. In den Weinkeller will ich nicht nochmal. Ja, komm, wir gehen nochmal in den Weinkeller. Vielleicht ist da auch wirklich. Das haben wir da wirklich nicht richtig geschaut. Und einige Sachen übersehen. Ich hoffe es mal nicht, dass wir was übersehen haben. Weil ich finde es echt ein bisschen kacke, wenn wir echt was übersehen haben. Oh oh. Oh oh. Ah, wir haben unsere Lampe aufgefüllt. Also waren wir ja doch noch nicht drin, anscheinend. Ah, hab ich doch gewusst, dass wir das vergessen haben. Das war ja so klar. Will ich jetzt nicht unbedingt benutzen. Ah, hier ist die Chemikalie. Ach du Scheiße, Mann! Ach du Scheiße, was ist jetzt passiert? Wurde ich erschlagen oder was? Oh mein Gott. Was ist da los?
Machen wir notfalls das Licht hier an. Alter, aber es ist voll heftig. Nimm zwar die Chemikalie, aber wir kommen hier nicht mehr raus. Scheiße. Wie soll ich denn jetzt hier rauskommen? Scheiße. Verdammt. Super, wie komme ich jetzt hier raus? Ach Mann, ey, das ist doch so asso. Vielleicht kann man ja irgendwo rausklettern oder so. Nee. Super, aber wie komme ich jetzt hier raus? Ich bin eingesperrt. So leid es mir auch tut, ich will echt gerne weitermachen. Ah, man muss... Es gibt ja nur den einen Weg raus. Hätte ich eigentlich vornherein wissen müssen. So. Den Stein noch. Den hier noch. Muss ja auch schön rauskommen. Dann noch den Balken hier weg. Ich komme ja auch hier raus. Was? Ich muss ins Labor. Die Mixzone noch mixen. Nix wie raus hier. Nix wie raus hier. Schnell raus. Schnell raus. Raus hier. Oh. Ah, ja, ja, ja. Alter, wurden wir eingesperrt. Das ist echt... nicht nur schön gewesen, fand ich. Aber das habe ich ja nicht gewusst, dass ich das alles aus dem Weg schieben muss. Scheiße, Mann. Was ist denn das für eine eklige Kacke hier? Ah, was soll denn das? Ich muss ins Labor. Ich muss ins Labor. Ich muss da rein. Ich musste ins Labor. Ich hoffe, ich krieg das wieder weg, das eklige Zeug. Ach du, du Kacke. Ah, das war unter uns, glaube ich. Die eine Mixtur haben wir noch. Muss da hinten rein jetzt. Ja, 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 ist ja gut. So. Jetzt sind wir endlich am Licht. So. Ich hoffe mal, es passiert jetzt nichts Schlimmes. Ansonsten sterbe ich vor Angst. Es ist sogar nicht blau, das ist sogar türkis. Zuerst müssen die Brenner abgestellt werden. Wie, was für Brenner? Hä, was? Ach so. Ein Kreis, um Rad zu legen, das dreht plötzlich
Gegen Sprecht und aus Dingens. Okay. Okay. Okay, Leute. Ich glaube, jetzt knattert's gleich hier. Wir lassen das mal schön pumpen hier. Ich mach die Brenner aus. Okay, nee. Den Brenner wieder an. So. Dann das noch. Jetzt das letzte. Oh mein Gott, was ist das? Säuretopf. Aha. Diese Säure. Es ist mit Säure gefüllt. Aha. Kann das nur einmal verwenden oder wie oft? Jetzt komm. Ich will hier hoch, ich will hoch, hoch, hoch. Nein, 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 nein. Ich will hoch, hoch. Genau. Papa will mich hoch. Upsala. Lauf extra im Dunkeln, damit wir das sparen mit der Fackel. Also ich meine mit der Lampe. Weil ich das Öl noch brauchen werde. Hm. Ist schon ganz schön spät. So. Scheiße, was ist denn das für eine eklige Rotze, Kacke? So, warte mal. Aha. Ah! Ach, du Kacke, was ist denn das hier überhaupt für eine eklige Scheiße? Ich hoffe, ich kann jetzt endlich vorbei. Wie? Was ist das dann? Habe ich vielleicht irgendwas übersehen? Warte mal. Keine Momentos vorhanden. Das heißt. Vielleicht. Nee. Tagebuch nicht. Notizen. Wir haben das letzte Wort. Warte mal, ich lese es mal kurz durch. Nee, das war nicht. Frühes Alchemie-Experiment. Aha. Mhm. Aber ja, super, aber was brauche ich dieses komische Säurebehältchen? Es ist mit Säure gefüllt, das weiß ich auch. Aber zu was brauche ich das denn jetzt? Ich glaube, ich muss hier hinabsteigen. Wir gucken einfach mal, für was wir das brauchen. So, warte, was habe ich mir denn jetzt aufgeschrieben? Moment. Eine Art organische Gewebe blockiert den Weg zur Raffinerie. Kann es ausgelöst werden? Aufgelöst werden. Jetzt eigentlich doch mit der Säure, oder nicht? Ah. Und habe ich noch Säure? Ah. Okay. Ich glaube, es war nur ein einziger Lösungsweg. Raffinerie gehen wir jetzt mal rein.